Ja, Tag 3 in Riga. Bin auf dem Weg Richtung Altstadt. Wie immer hier habe ich keinen Plan so richtig, was ich eigentlich will. Aber ganz spontan stößt man hier doch immer auf schöne Sachen. Gucken, was ich heute so finde. Eine Sache, die mich hier ein bisschen nervt, ist, so schön es hier ist, hier weht immer ständig so ein Wind. Ich habe schon die Nase ganz zu, die Augen ganz dicht, weil der Wind ein bisschen sehr nervt. Aber sonst ist es super hier. Gucken, was gleich noch so Schönes zu finden ist. Das hier neben mir ist übrigens das ehemalige jüdische Ghetto, wo ich gerade durch. Bin jetzt keine 2 Minuten gelaufen und schon habe ich hier was erstes Schönes gefunden. Die Aussicht über den Fluss, die ist super. Ich überlege gerade, wie der Fluss nochmal heißt. Das habe ich irgendwie vergessen. Muss ich später mal nachgucken. Hier übrigens auf so einer kleinen Plattform. Unter mir schwappt das Wasser. Schon bin ich wieder auf dem Markt gelandet. Einen kleinen Rundgang machen, gucken, was ich Schönes finde. Hier bin ich neulich schon mal gewesen. So, ich brauche jetzt nicht mehr nachgucken, wie der Fluss heißt. Ich habe es rausgefunden, wie das Ding heißt. So, ich habe schon wieder was Schönes, Spannendes gefunden. Diesmal bin ich nämlich im Eisenbahnmuseum. Da schaue ich mich jetzt mal ein bisschen um. Ich war gerade drinnen. Da sind so ein paar Modelle ausgestellt. Die sind allerdings nicht so prickelnd. Dafür ist das, was man hier draußen sieht, schon viel schöner. Das macht einen sehr schönen Eindruck. Muss ich mir jetzt mal anschauen. Gibt es auch Züge, die sich bewegen noch hier? So sieht es denn hier auf der Dampflok aus. Wirklich sehr schön gemacht hier das Museum. So, das Eisenbahnmuseum hat sich wirklich gelohnt. Ich bin jetzt mittlerweile zurück im Zentrum, auf der anderen Flussseite. Guck mal, was ich da noch wieder Schönes finde. Ich bin jetzt übrigens richtig happy, denn ich hatte ein kleines Problem. Ich habe schon auf dem Hinweg, auf dem Hinflug meine Sonnenbrille kaputt gemacht und musste jetzt die ganze Zeit ohne rumrennen. Was bei der Sonne und dem Wind hier vor allen Dingen ein kleines Problem war, mir ständig die Augen zugeschwollen waren. Jetzt habe ich mir eine neue gekauft. Sehe da zwar mit aus, als könnte ich in jedem Horrorfilm mitspielen, aber dafür hat das Ding nur 5 Euro gekostet und erfüllt voll ihren Zweck. Ja, ansonsten habe ich nicht viel Neues entdeckt. So groß ist die Stadt dann auch nicht. Lauf einfach mal noch ein bisschen durch die Gegend und guck mal, was ich noch so Schönes finde. So, heute habe ich ein bisschen weniger gefilmt. Das lag daran, dass ich fast den ganzen Tag faul im Park rumgesessen habe. Ich überlege, ob ich jetzt noch auf den Kirchturm hinter mir gehe. Das sind zwar Abzockerpreise. 9 Euro wollen die dafür haben, aber habe mich gerade schon so versucht reinzuschleichen oder bin ich leider wieder rausgeflogen. Doch nicht, lass mich von hier oben. Schöne Aussicht, ich mache einmal rum. So,
So, ich bin wieder unten. So richtig glauben kann ich zwar immer noch nicht, dass ich da gerade 9 Euro für die Kirche bezahlt habe. Aber Aussicht war doch ganz schön. Allerdings, wenn man hier auf mehrere Kirchen gehen will in Riga, dann wird es echt teuer. Weil das war noch die günstigste Kirche. Der Dom kostet zum Beispiel 12 Euro da hoch zu gehen. Das ist mir nun definitiv zu happig. Da können die sich irgendwen anders suchen. Ich war ja ganz am Anfang auf der Akademie der Wissenschaften. Wenn du auf einen Aussichtspunkt möchtest, würde ich den empfehlen. Es hat nur 4 Euro gekostet und ist eigentlich genauso schön gewesen. Für heute mache ich jetzt nichts mehr. Morgen fliege ich ja schon zurück. Jetzt gehe ich ab ins Hotel, Koffer packen und morgen zurückfliegen. Bis dann!